Friends, wir sind in Berlin, 35 Grad und begeben uns jetzt auf den Weg in ein ganz besonderes Studio. Angekommen im wohl krassesten Gym Deutschlands. Das Gold Gym hat geöffnet in Berlin und da gehen wir jetzt mal rein. So, Friends, erstmal natürlich eine Runde aufwärmen. Leider darf ich nicht mit der Kamera hier filmen, wurde mir gesagt, deswegen mit dem Handy. Und ich weiß, die Musik ist sehr laut im Hintergrund, verzeiht mir. Aber jetzt gibt es erstmal einen Booster, ein bisschen Laufen, Aufwärmen und dann eine fette Rückeneinheit. Natürlich zeige ich euch, wie es hier drin aussieht. Ich habe schon ein paar Einblicke, Umkleidekabinen schon krank, aber ja. Gleich gibt es einen weiteren Einblick. Und wenn es dann beim Laufen so langweilig wird, zieht man sich einfach mal einen dicken Film rein. So, raus aus den Umkleidekabinen geht's nach oben. Und da sind auch schon die berühmten 150 Kilo Hanteln. Anblick für sich. Also wer Bock hat, schwer zu rudern, ist hier richtig. Hier fängt das Ganze an mit ein paar Geräten, Standarddinger, die man kennt. Und dann Racks, Racks, Racks. Hier ist ein riesen Functional-Bereich, wie so ein Käfig aufgebaut. Sehr, sehr ausgefallen, wie wir kommen. Hier ist so ein Beinbereich. Die Leute, die extra schwer trainieren wollen, ist dann diese Abteilung hier. Geisteskrank, wie riesig diese Hanteln sind. Das ist hier so der Maschinenbereich. Aber das ist eine Rückenmaschine, die ich noch nie gesehen habe. Let's go, ausprobieren. Geisteskranke Maschine, was für ein Feeling, unglaublich. Hier ist das Motto nicht nur Think Big, Get Big, sondern guckt euch diese Gewichte an. Bis 309 und das an einem Kabelturm. Ist auf jeden Fall ein Studio, in dem extrem auf Details geachtet wird. Erstmal eine goldene Maschine und auch diese Aufstickung und sowas.
einfach nur sexy. Das ist noch nicht alles vom Studio. Hier geht es dann weiter in den Performance-Bereich. Das ist für Normalos wie mich nicht zugänglich. Da haben dann eher so Athleten und sowas die Chance. Auf jeden Fall nochmal doppelt so groß. Kommen wir zur nächsten Maschine, die ich so in dieser Art noch nicht gesehen habe. Scheint auf jeden Fall so eine Art von Butterfly Reverse zu sein, nur im Liegen. Mal schauen, wie die ballert. Ich bin positiv überrascht. Man trifft den Trapez und vor allem die hintere Schulter ein bisschen anders. Baba-Maschine, kann man auf jeden Fall machen. So, auch schon fast am Ende des Trainings angelangt. Jetzt werden noch Überzüge geballert und dann nochmal zum Schluss in diesem brutalen Licht Bizeps Lats. Rücken durch. Jetzt heißt es Bizeps. Zurzeit auf jeden Fall einer meiner Lieblingsübungen. Bizeps Curls so richtig reindrehen, dass man auch so einen geilen Peak davon bekommt. Ballert einfach nur krass. Freunde, ein Tag ist vergangen. Ich musste erstmal alles auf mich wirken lassen und sacken lassen. Wir sind hier in einer Straße, die ein bisschen lauter ist, deswegen mit Mikrofon. Wie fand ich denn das Gold's Gym? Es ist wirklich das beste Gym Deutschlands. Die Frage kann ich vielleicht nicht beantworten, aber was ich sagen kann, es wurde auf jeden Fall in diesem Gym sehr auf Details geachtet. Es wurden Pflanzen platziert, die Bestickung, die ich euch da gezeigt habe, von den Bänken und so weiter. Es wurde auf jeden Fall sehr, sehr auf Details geachtet. Und was auch sehr auffällt, ist, dass das Studio auf jeden Fall von Leuten gemacht wurde, beziehungsweise das Konzept des Studios von Leuten gemacht wurde, die wirklich, wirklich Ahnung vom Fitness oder Bodybuilding haben. Das merkt man nicht nur an den Geräten, sondern auch die Atmosphäre. Ich fand schon, das hat ein bisschen was Magisches dort. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gebracht. Das Licht ist sehr brutal, sehr, sehr brutal in diesem Studio. Und ja, ich habe jetzt nichts zu bemängeln. Man hat in diesem Studio wirklich alles gefunden, was man braucht. Und vor allen Dingen sehr, sehr spezielle Geräte, die ich so in dieser Art noch nie gesehen habe, wirklich. Erstmal sehr, sehr gastfreundlich dort. Wir wurden sehr herzlich empfangen, sehr gastfreundlich. Liebe Grüße, Dankeschön dafür. Und als wir dann rausgegangen sind, sind wir dann nochmal dem Iron Mike begegnet, der dann auch noch ein Foto mit mir gemacht hat. Ein kleines Gespräch haben wir geführt. Ein sehr, wirklich brutal sympathischer Typ. Liebe Grüße gehen raus. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Im Großen und Ganzen ein Studio, was man meiner Meinung nach, wenn man mal in Berlin oder Umgebung ist, auf jeden Fall besuchen sollte, denn es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Man... Vor allen Dingen... Man laber mich nicht voll, Mann. Vor allen Dingen trifft man dort wirklich jeden Tag Influencer, Stars. Die sind da jeden Tag am Trainieren. Und wenn man Glück hat, dann kann man auch mal mit denen reden, quatschen. Abgesehen davon, dass es ein Fitnessstudio ist, hat es einen riesen Wellnessbereich, eine Sauna. Die Umkleidekabinen sind sehr, sehr geil. Im Großen und Ganzen ein Gym, wo es sich lohnt, mal hinzugehen, mal zu besuchen, dort zu trainieren. Auch eventuell den einen oder anderen Bekannten mal zu treffen, mit ihm zu schnacken. Ich kann es euch ans Herz legen. Besucht es dort, wenn ihr mal in Berlin oder Umgebung seid. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.